Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video Feeharfe stimmen. Die Feeharfe ist ein wunderbares Instrument, ein Naturinstrument, das sich eben naturgemäß hier und da auch verstimmt. Luftfeuchtigkeit und Temperatur haben einen großen Einfluss drauf, Lagerung. Und darum mache ich das persönlich immer so, dass ich vor dem Spielen meine Harfe stimme. Meistens sind das nur kleine Korrekturen und darum geht es dann auch recht schnell. Wenn man zu lange wartet, bin ich der Meinung, ist das nicht gut und macht nur mehr Arbeit. Wie so oft im Leben, wenn man zu lange wartet. So, drum, auf geht's, schaut euch das Video an. Vielleicht hilft's, damit ihr mit dem Instrument sehr bald ganz, ganz, ganz gut umgehen könnt. Viel Spaß! Hilfe! Ja, wir müssen unsere Harfe stimmen. Dazu verwenden wir ein chromatisches Stimmgerät mit einem Zusatzmikrofon. Das Zusatzmikrofon wird beim Input rechts eingesteckt und das Mikrofon, die Klammer, oben am Hals der Harfe befestigt. Die Aufschrift des Mikrofons zeigt nach vorne und die Klammer ist sehr nah am Korpus befestigt. Die Feeharfe ist ein chromatisches Instrument mit 25 Saiten über 2 Oktaven, zwar vom kleinen G bis G2. Zum Stimmen drehen wir das Instrument um und legen es vor uns hin. Das heißt, die rechte Hand ist an der Wirbelseite. Wenn wir mit dem Stimmen beginnen, starten wir beim G, dann G1 und G2. Das G kommt also dreimal vor, alle anderen Töne nur zweimal. Hier das Gis zum Beispiel und Gis 1. Das A und das A1. Das BB und BB1. Und so machen wir es weiter, Seite für Seite, Oktav für Oktav. Wir setzen den Stimmschlüssel auf und beachten, nach links drehen wird die Saite höher, nach rechts drehen wird die Saite tiefer. Also links höher, rechts tiefer. Das prägen wir uns ganz fest ein. Das Stimmgerät zeigt uns mit 3 Lämpchen den Status an. Links rot, zu tief, Mitte grün, okay, rechts rot, zu hoch. Wenn wir uns merken, dass eine zu tiefe Saite links rot angezeigt wird, so drehen wir auch die Saite nach links, eben um sie höher zu machen. Also kann ein Stimmgerät ein Kommandoinstrument sein. Links rot, Hand nach links. Rechts rot, Hand nach rechts. Jetzt noch die G2-Seite, ganz, ganz oben. Und dann haben wir die 3 Gs schon gestimmt. Jetzt kann es vorkommen, dass eine Saite so tief ist, dass sie klingt wie die Saite davor. Hier zum Beispiel ist es die Gis-Saite. Und da muss man aufpassen, dass man wirklich das vergleicht, was steht auf der Harfe, ein Gis, was sehe ich auf dem Stimmgerät, ein G mit einem Kreuz, eben auch ein Gis. Und schon stimmt es. Es ist grün und passt. Nächste Gis-Seite, war noch zu tief, ja, war nach links drehen und jetzt sind wir auf grün, perfekt. Das kleine A ist ziemlich verstimmt. Ja, aber das ziehen wir hoch jetzt zum kleinen A, jawohl. Und dasselbe machen wir dann mit dem A1. Ja, da sind wir beim A1. Ein spezieller Fall ist das BB und das B.
da bei den meisten Stimmgeräten der Ton H nicht angezeigt wird, sondern mit dem Buchstaben B bezeichnet wird, ist auch auf der Fee-Harfe das B ersichtlich. Bitte Vorsicht, wenn Sie das B stimmen wollen, das normale B, und es ist zu tief wie hier in diesem Fall, dann zeigt es noch das BB an, aber Sie müssen höher drehen, um zum B zu gelangen. Nach dieser kleinen Schikane wenden wir uns den anderen Tönen zu, dem C und dem C2. Das stimmen wir dann einfach auf dieselbe Art und Weise. Einen halben Ton höher das Cis 1 und wir gehen dann zum Cis 2. Mit den nächsten Tönen D, D2, S und E kommen wir dann zu dem letzten Ton, dem Fis. Denn das hohe G haben wir ja eingangs schon mit den drei Gs zusammen gestimmt. Somit sind wir mit dem Stimmen der Fee-Harfe fertig und wir dürfen uns auf schöne Klänge freuen. Wischen wir mal drüber, nochmal chromatisch runter. Jawohl. Und jetzt unser Lied: Ist ein Mann im Brunnen gefallen? Es klingt wesentlich sauberer wie eingangs. Also, den Workshop noch ein paar Mal durchmachen und dann habt ihr es drauf. Viel Spaß damit!